Jeder Mensch hat unterschiedliche Talente, aber vor allen Dingen hat jeder Mensch ja auch unterschiedliche Schwächen. Und es ist ja so, dass wir häufig in der Öffentlichkeit vielleicht oder auch im Beruf vielleicht versuchen, so ein bisschen über diese Schwächen ja hinwegzublenden, sagen wir es mal so. Ja, das heißt zu versuchen, dass niemand außerhalb quasi des engsten Kreises überhaupt diese Schwächen kennt und weiß, dass wir vielleicht in manchen Sachen nicht gut sind, dass wir vielleicht irgendwo empfindlich sind, ja, lauter solche Geschichten. Jetzt ist das natürlich aber in der Businesswelt so ein kleines Problem, denn du musst, wenn du selbst überlegst, ob du jetzt ein Business startest, ob du vielleicht mal wieder was ausprobierst, ob du dir eine neue Methode suchst, um damit online Geld zu verdienen, dann musst du mit dir selbst arbeiten primär. Und das bedeutet natürlich auch für dich, dass du dich nicht selbst belügen kannst in dem Sinne. Das heißt, wenn du ein negatives Bild von dir selbst hast und wenn du denkst, dass deine Schwächen zu groß sind, dass du zu viele Dinge nicht kannst, dann halten sie dich davon ab, aktiv zu werden. Das bedeutet, du guckst vielleicht auf meinem Kanal dir 10 verschiedene Geschäftskonzepte an, denkst dir vielleicht bei 3 davon, oh, die klingen interessant, machst aber am Ende nichts davon. Und das häufig einfach deswegen, weil du glaubst, es nicht zu können. So, jetzt ist es aber natürlich so, jeder Mensch hat Schwächen. Und das bedeutet, jede Person, die sich hier vielleicht auf YouTube vor eine Kamera setzt oder auch Whiteboard-Videos erstellt, hat genauso Schwächen wie du. Nur ist vielleicht der Unterschied einfach der. Die Leute, die es trotzdem machen, werden auf lange Sicht dafür belohnt. Und ich sehe das einfach immer wieder. Ich sehe eine Vielzahl zum Beispiel an Online-Marketern, die ihre Kurse, ihre Seminare verkaufen. Und ich gucke mir dann irgendwie so eine Landingpage an. Und dann sind da Rechtschreibfehler drauf ohne Ende. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Der ist doch total unprofessionell. Das ist doch ein Problem für die Verkäufe und so weiter. Und tatsächlich, wahrscheinlich ist das wirklich ein Problem für die Verkäufe. Und tatsächlich kaufen vielleicht 30% weniger, aber Leute kaufen eben trotzdem noch. Und der Unterschied zwischen dieser Person, die so eine Landingpage aufgebaut hat und die online stellt, obwohl sie vielleicht weiß, dass sie nicht gut in Rechtschreibung ist oder die Landingpage dazu auch noch hässlich ist, weil die Person keine Design-Skills hat, der Unterschied zwischen dieser Person und vielleicht dir, je nachdem, ob du dich von diesem Video angesprochen fühlst oder nicht, liegt einfach darin begraben, dass diese Person es trotzdem tut. Was bedeutet das also? Das bedeutet, du hast genau eigentlich, naja, sagen wir mal drei Möglichkeiten, mit deinen Schwächen umzugehen. A, du lässt deine Schwächen dich lähmen. Und das bedeutet wiederum, es passiert einfach nichts. Es wird sich nichts ändern in deinem Leben. Und du willst ja vermutlich einfach von dem Status, wie er ist, oder von der Ist-Situation zu einem anderen Punkt in deinem Leben kommen, beziehungsweise dein Leben verbessern oder zumindest einige Punkte, vielleicht finanziell, vielleicht mehr Zeit und so weiter. Also du kannst entweder diese Angst und diese Schwächen dich lähmen lassen, oder aber dann gibt es noch zwei Varianten. Die erste ist, dass du einfach das Ganze ignorierst im Prinzip und dich trotzdem an Dinge hinsetzt, obwohl du weißt, dass du diese Schwächen hast und vielleicht einfach sagst, gut, das macht das Ganze von mir noch ein bisschen persönlicher und individueller, dann habe ich jetzt einfach überall ein paar Rechtschreibfehler drin. Vielleicht verkaufst du schlechter als jemand, bei dem alles perfekt ist, aber du verkaufst und damit bist du weiter, als du es jetzt gerade bist. Oder aber, und das ist die nächste Möglichkeit, du nimmst oder du wirst dir dieser Schwächen bewusst und sagst, das sind Arbeiten, die werde ich einfach nicht selber machen. Das heißt, ich kann jemanden engagieren oder ich kann auch nur einen Freiberufler sozusagen für einzelne Tätigkeiten immer mal wieder engagieren und kann sagen, okay, Proofreading, also mal hier einen Text durchlesen lassen oder eine Landingpage erstellen lassen, die dann besonders schick aussieht oder was auch immer, ja. Das heißt, du kannst mit diesen Schwächen problemlos umgehen, indem du sie entweder eben einfach akzeptierst und trotzdem aktiv wirst und sagst, okay, vielleicht wird es mit der Zeit besser oder wenn ich dann schon ein paar Euro verdient habe, dann gebe ich was aus und so weiter, um jemanden zu engagieren, der mir dann hilft. Oder aber du sagst eben gleich, ich investiere ein paar Euro und hole mir jemanden an Bord, der mir hilft, diese Schwäche zu kompensieren. Es muss natürlich nicht nur die Rechtschreibung sein. Es kann genauso sein, wenn du sagst, ich will überhaupt nichts damit zu tun haben, irgendwelche Rechnungen zu erstellen oder Buchhaltung zu machen oder sonst irgendwas. Super.
Lass es einen Steuerberater machen. Sobald du ein paar Euro verdient hast, ist der wieder drin. Und das trifft auf jeden anderen Bereich eigentlich auch zu. Ich kann überhaupt gar keine Website erstellen, aber ich brauche unbedingt eine Website. Gut, lass jemanden dir eine WordPress-Website aufsetzen und dann guckst du dir noch ein Tutorial an, wie du Blogbeiträge erstellst. Das schafft jeder. Das schaffst du, wenn du 75 bist und noch nie einen Computer bedient hast. Okay, da wird es dann vielleicht ein bisschen kompliziert langsam, ja, aber du verstehst den Punkt. Wenn du, selbst wenn du keine ausgeprägten Skills in diesen Bereichen besitzt, du kannst das einfach entweder auslagern oder das Ganze dann noch so vereinfachen, dass es auch für dich zu schaffen ist. Das ist so eine Message, die ja ist jetzt quasi heute früh, als ich ein paar E-Mails von Leuten, die mir geschrieben haben, gelesen habe, ist das so aufgeploppt in meinem Kopf und deswegen wollte ich euch das jetzt unbedingt mal mitgeben. Das war's auch schon für heute. Danke fürs Reinschauen. Dein Andreas. Ciao.